nicht. Ich habe das Mikro umgestellt. Ja, von dem Spielfeld auf die Kamera. Das ist Come on, come on.
Kommt,
später YouTube empfehlen, ich spiele Video, du hast auf einen riesigen Stream das, ohne. Ja, das passiert schon mal. Ich habe hier wieder grün, also es wird sich gleich wieder. Das Spiel gibt es auch teilweise 5 Sekunden, da ist es einfach weg. Ich kann es nicht beeinflussen, nee, das ist eine LTE-Verbindung. Zur neuen Saison legen wir vielleicht einen festen Netzwerk hin. Ja, bauen wir halt so ein kleines Mediencenter hier oben auf. Aber heute habe ich nur eine LTE-Verbindung von mir bezahlt. Alles für den Verein.
total geil. Ich hätte einen super Start auf dem Spiel auf dem Fernsehen. Und hier liegt sie halt in der Ritze von der Treppe. Ja, du so, das könntest auch machen. Die Verkabelung hier oben ist schon besser. Und wie gesagt, wir wollen hier ja Strom hinlegen fest und alles. Ja, das ist das ganze so schön gelandet hier machen. Ja. In Eigenleistung natürlich. Ich mach's nicht.
Ganz klar, Ali! Danke! Hacke rein! Jonas! Ganz
Der Torhüter Ahlen wechselt aus. Die Auswechslung konnte ich leider nicht sehen, aber für ihn kommt rein Marcel Apia. Bravo! Bravo! Bravo!
Thank you.
In der 64. Minute wechselt der FC Gießen aus. Für die Nummer 29 Jonas Akalean kommt mit der Nummer 23 Antonius Celik. Thank you.
Diesen wechselt aus für unsere Nummer 8, Tim Kotzucek, kommt jetzt rein mit der Nummer 20, Milad Salem. Mach doch da mehr zu!
einfach gut, so einfach gut. Jetzt gut ab. Weiter, Männer, weiter, Männer! Yeah.
Der VfR Aalen wechselt aus für den Nummer 26, Kevin Hoffmann, kommt rein, wieder bei 11, Quadi Barini. Thank you.
Der Vorteil allen wechselt aus. Für die Nummer 10 Alessandro Abruzzizia kommt die Nummer 19 Marc Müller rein. Wieder aus. Für die Nummer 3 Gosen Sakai kommt jetzt die Nummer 2 Andreas Knipfer. Spiel zwischen FC Gießen und VfR Aalen endet mit 0:0.